Bam! Wie geil ist das denn? Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Instabil Digital. Ich bin Tobias, kein Pirat. Obwohl das Kickstarter-Release von Vizekraken immer näher rückt, heute nochmal kurz einen kleinen Fokus auf etwas ganz Besonderes. Ich möchte euch zeigen, warum oder was dieses Spiel so außergewöhnlich macht und warum es für so viele Menschen ein ganz besonderes emotionales Release sein wird. Was ist eigentlich Final Fantasy VII? Final Fantasy VII wurde 1997 von Square Enix auf der PlayStation 1 veröffentlicht und handelt unter anderem von dem Söldner Cloud Strife, der bei einer Ökoterroristengruppe anheuert, um einen Makoreaktor zu zerstören. Der weltmachtstrebende Shinra-Konzern saugt nämlich mit diesen Reaktoren die Lebensenergie des Planeten auf. Das Spiel ist mit über 11 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste dieser ganzen Final Fantasy Serie geworden. Und es zählt heute auch noch zu eines der besten digitalen Rollenspiele überhaupt. Das Besondere jetzt an Final Fantasy VII war für mich aber zum Beispiel dieses actionreiche Kampfsystem mit diesen ATB-Balken. Also dieser Balken, der immer nach und nach sich füllte und sobald du voll war, hatte deine Figur eine Angriffsaktion, konnte Magie zaubern, einen Gegenstand benutzen oder irgendwas ähnliches. Das Monster genauso und so weiter. Es war rundenbasierter Kampf, der früher einfach für mich perfekt war. Und dieses ganze Kampfsystem war mit einem super Materia-System verknüpft, mit Aufsteigen und so weiter, in einer genialen Geschichte. Diese ganze Story ist so einmalig gewesen, die hat einen sofort verzaubert. Es war faszinierend. Dann dazu diese tollen, unterschiedlichen Charaktere. Es ist richtig cool, was man da für Geschichten erlebt hat. Es war einfach Action, Komödie und Drama in einem. Du hattest alles Mögliche an kleinen Geschichten in dieser riesigen, großen Geschichte drin. Es war einfach richtig, richtig cool. Und wer wollte damals kein Date mit Tifa Lockhart haben? Dazu diese super geniale Grafik. Ja, 1997 war diese Grafik einfach ein Meilenstein. Und da habe ich vielleicht blauäugig gedacht, wow, eine bessere Grafik wird es nie geben. Nee, aber es war eine super Grafik, dieses 3D. Es war halt auch zum ersten Mal diese Technik, wo die so in Rollenspielen eingesetzt wurde. Dieses 3D, faszinierend und Rendergrafiken mit kleinen Filmsequenzen. Für viele Menschen war dieses Spiel eben etwas ganz Besonderes. Zumindest für mich war es ein Spiel, was ich einfach nicht nur spielt, ich habe es einfach gefühlt. Also ich war gedanklich in dieser Welt, ich war der Held und erlebte dort diese ganzen Geschichten. Das war so cool. Also du warst nicht einfach nur da, es war ein Teil deines Lebens. Das Spiel war einfach eine Erlebnisreise. Oder wie Maximilian Dude sagte, es war das Gateway für viele Leute in dieses Genre. Wer eine PlayStation hatte, kam an diesem Spiel nicht dran vorbei. So, what did you want to talk about? When spring comes, I'm leaving town. I'm going to Midgar. I'm going to be a soldier. The best of the best, like Sephiroth. Dann wurde 2015 auf der E3 das Remake angekündigt und die Massen waren hin und weg. Ich hatte eher Angst, dass sie das schöne Final Fantasy VII vermurksen und war die ganze Zeit ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch. 4 Jahre später kamen so die ersten richtigen Bilder und besonders das Kampfsystem. Und ich denke mir nur, wow, ey, das sieht echt gut aus. Das Spiel sieht echt gut aus. Aber nein, wie könnt ihr
da ein Action-Kampfsystem einführen. Wieso? Nein! Wie könnt ihr das tun? Das ist... Final Fantasy VII funktioniert so gut mit diesem rundenbasierten Kampf. Und ihr führt ein Action-Kampfsystem ein. Kurz, warum mich das so aufregt. Final Fantasy XV sah so gut aus. Für damals sah es schon echt gut aus, wo es rauskam. Und hatte halt dieses Action-Kampfsystem in etwas schlechter als Devil May Cry, würde ich mal so sagen. Und für mich wirkte es einfach nicht wie ein Final Fantasy Spiel. Dieses Kampfsystem kam bei mir nicht an. Es war einfach kein Final Fantasy Spiel mehr. Und dann sehe ich das bei Final Fantasy VII und sie bringen das Action-Kampfsystem zurück. Ja, es sieht geil aus, mega, aber ach, ich weiß nicht. Dann kam die E3 2019. Und es wurde ernst. Please welcome Yoshinori Kitase, Producer, Final Fantasy VII Remake. Sie ging halt mehr auf dieses Kampfsystem ein und ja, haben halt auch begründet, ja, die Moderne, die muss halt einfach, musst du ein schnelles Kampfsystem haben, das ist das rundenbasierte. Ich verstehe das, aber natürlich will man trotzdem sein heiliges Final Fantasy VII so zurückhaben. Ne? Also das ist natürlich was anderes. Und dann kam eben auf dieser Messe folgendes Material. Final Fantasy VII Remake features a hybrid gameplay system that merges real-time action with strategic command-based combat. For starters, each press of the square button is a swing of Cloud's Buster Sword. Cloud attacks, dodges, and blocks all in real time. His standard attacks do some damage, but they barely scratch the surface of Cloud's true potential. Succeeding on the battlefield requires much more than just hacking and slashing. Cloud needs to be tactical. He needs ATB. Two ATB bars are displayed in the lower right. These fill up slowly over time, but fill much faster as Cloud lands standard attacks. Once an ATB bar is full, you can enter tactical mode, where time slows to a crawl and you have the opportunity to choose actions from the command menu. Kitase-san, I've had the pleasure of seeing quite a bit of the game, but tactical mode never gets old for me. I could just sit here all day long and watch this beautiful slow motion action. Bam! Wie geil ist das denn? Action und rundenbasiert in einem. Ab diesem Punkt war ich gefangen und war absoluter Fan von Final Fantasy VII Remake. Das war für mich wirklich so dieser ausschlaggebende Punkt von voriger Fantasie und Skepsis zu wirklich jetzt... Boah, ich bin drin. Ihr habt mich. Und es ging nicht nur mir so. Die Faszination, die dieses Spiel auslöste, ist einfach überall. Ein weiterer Eindruck eben war die Reaktion auf einen Charakter, der bisher noch nicht gezeigt wurde. Das sind ganzen Remake-Videos, die es vorher gab. Have you been a good girl? Das Schöne an diesen ganzen Final Fantasy-Titeln ist auch, dass man eben die vorigen Teile oder späteren Teile nicht gespielt haben muss. Sozusagen, du kannst Final Fantasy V spielen, ohne Final Fantasy III gespielt zu haben, oder 4, oder 10, oder 12, oder sonst was.
Das heißt, jedes Final Fantasy Spiel oder jedes Spiel erzählt somit seine eigene Geschichte in einer ganz anderen Welt. Was mich an diesen Final Fantasy Spielen aber immer faszinierte, war diese Mischung aus Fantasy wie Herr der Ringe und Science Fiction aller Star Wars. Das war einfach die perfekte Mischung. Für mich war das einfach, sie haben einfach da direkt meinen Geschmack getroffen und ich glaube, es geht mir nicht alleine so. Im November wurde in Japan ein Kurzfilm als Werbekommercial im TV gezeigt mit 8 Minuten Länge. Und hatte eine ganz besondere Kernaussage. Ja, Sony und Square Enix, ihr habt es geschafft, dass ich mir extra für dieses Spiel die PlayStation 4 geholt habe. Was Square Enix allgemein mit Final Fantasy VII Remake auffährt, ist einfach faszinierend. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel und auch auf die Reise, die ich dann erneut in filmreifer Qualität erleben kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder schreibt in die Kommentare. Nutzt auch gerne den Abonnieren-Button und die Notification-Glocke, um bei weiteren Updates, besonders auch für Vize Kraken, informiert zu bleiben. Euer Tobias, kein Pirat.